Hallo, hier ist Robert Bacher und herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Wenn du diesen Podcast anhörst, bist du an spannenden Geschichten von spannenden Personen interessiert. Das ist auch der Grund, warum ich vor über einem Jahr diesen Podcast gestartet habe. Ich wollte von spannenden Persönlichkeiten lernen und erfahren, wie ihre Geschichte aussieht. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Hier geht es um reale Geschichten von inspirierenden Persönlichkeiten. Die Welt verändert sich. Inspirationen sind überall, genauso wie Geschichten. Es war noch nie so einfach, sich zu vernetzen und seine Geschichte zu teilen. Little Talks vermitteln in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen, zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Das ist Little Talks. Mein Name ist Robert Bacher. Und mein heutiger Gast ist Christoph Sitter. Und er ist der Geschäftsführer von Media Squad. Das Team rund um Christoph brennt für die Themen Virtual Reality und Augmented Reality. Ja? Mit viel Liebe zum Detail und einer langjährigen Expertise betreut Media Squad mittlerweile Kunden wie Egloleuchten, Novartis und Swarovski. Zusätzlich muss man auch erwähnen, dass Media Squad auch bereits mehrere Auszeichnungen und Awards erhielt. Man kann also gespannt sein, was Christoph jetzt zu den zwei nach wie vor großen Trendthemen zu sagen hat. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Christoph Sitter. Hallo Christoph. Ja, servus Robert. Ich freue mich jetzt auch sehr. Wunderbar, das freut mich. Ich will gleich mit einer etwas schwierigeren Frage starten. Und zwar, sind wir eigentlich eine Computersimulation? Okay, es ist tatsächlich eine schwierige Frage. Lass mich ganz kurz nachdenken. Ich glaube, zu dem Thema hat mich fasziniert, wo ich vor ein paar Jahren einmal diesen Film 13th Floor gesehen habe und überhaupt einmal diesen Gedanken gekriegt habe, dass das Leben eine Computersimulation sein könnte. Persönlich wäre dann eher da daheim, wo der Hitchhiker's Guide ist, dass man als Simulation eher, wenn wir schon eine sind, dann eher dazu dienen, um die Frage zur Antwort 42 zu finden. Auf einem echten Level glaube ich nicht, dass wir in einer Simulation leben. Da müsste eigentlich jedes Sein als Simulation irgendwo definiert sein, weil das, was wir denken, also sind wir, ich glaube, das kann man doch sagen, schon auf einer philosophischen Ebene. Und was ist dann eine Simulation? Ist jede Art von Intelligenz eine Simulation? Deswegen ist es tatsächlich eine schwierige Frage. Also ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind. Okay, spannend. Wenn man die Definition Virtual Reality einmal anschaut, dann heißt es ja oft, man erschafft künstliche Welten. Ist das wirklich so? Denn ich habe ja mit einem Bekannten von uns beiden gesprochen, mit Bernhard Ferch, und der sagt, Virtual Reality ist ja nichts anderes als wie auch Realität. Denn im Endeffekt, wir erschaffen ja auch den Tisch bei uns, wir bauen uns Büro, wir bauen uns Häuser. Und im Endeffekt ist ja Virtual Reality nichts anderes. Im Endeffekt ist es ja auch ein reales Leben, schlussendlich. Wie siehst du das? Ich sage mal, die virtuelle Realität, wie wir sie heute kennen, ist noch sehr weit weg von der Realität, die wir tatsächlich jeden Tag leben. Es fehlen einfach, die Sinne werden noch nicht richtig bespielt. Wir spüren noch nicht richtig in der VR, wir riechen nicht in der VR. Wir haben ganz viele Dinge, die noch sehr weit weg sind von dem Holodeck, wie man es aus Star Trek und Konsorten kennen. Und ich glaube, wenn einmal eine virtuelle Realität so ist, dass sie von der realen Realität nicht mehr unterscheidbar ist, was die Sinnesreize betrifft, dann wird dieser schmale Grat wirklich verschwimmen eigentlich. Jetzt momentan ist es tatsächlich noch so, dass wir vielleicht die visuelle Darstellung teilweise schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau haben, dass man auch sehr viele Interaktionen schon sehr realistisch herbringen kann, dass es durchaus intensiv ist, was man in VR erfahren kann. Aber wenn man die Brille ablegt, ist vielleicht ein kurzer Sekunde der Orientierung, aber man ist dann doch wieder in der Realität gefangen, aus der wir kommen. Vielleicht auch noch dazu sagen, was ich super spannend finde an VR, ist, dass es auch gar nicht einmal darauf abzielt, zwingend die Realität sein zu müssen, sondern im Gegenteil eigentlich die Realität teilweise um etwas erweitert, was gar nicht real ist, aber trotzdem in unserem Kopf sofort als real akzeptiert wird. Ich erinnere mich einmal an eine Masterarbeit von einer Mitarbeiterin von mir, von der Christiane Waldiner,
die uns in einen 4x4 Meter großen Raum entführt hat. Und in der Brille habe ich gesehen, eine fantastische Landschaft, irgendwelche Pipes, irgendwelche Rohre. Wenn ich hingegriffen habe, habe ich die auch in echt gespürt. Nur in VR haben die, wenn ich den richtigen Takt quasi dann angeschlagen habe, auf einmal den Raum erweitert, neue Level freigeschalten. Um mir herum ist auf einmal ein virtueller Drache geschwebt, der mir Anweisungen gegeben hat. Das war eine fantastische Welt, die sich sehr real angefühlt hat, aber eben bewusst nicht die Realität war, sondern eine erweiterte, eine virtuelle Realität war. Denkst du, dass Virtual Reality mehr für Entertainment gedacht ist oder mehr als Hilfeleistung für gewisse Schwerpunkte beziehungsweise für gewisse Problemstellungen, was wir im Alltag haben? Zum Beispiel, wenn ich ja Höhenangst habe, dann kann ich ja quasi mit der Virtual Reality quasi meine Höhenangst überwinden. Aber denkst du, dass es mehr dann später in Richtung Hilfeleistung geht oder mehr Entertainment, Gaming zum Beispiel? Heute bieten sich die Use Cases Training und Entertainment einmal grundsätzlich sehr gut an. Du kannst sehr viel in VR trainieren, einfach nur von dem her, dass es Dinge sehr schnell reproduzierbar sind, dass ich angefangen von sehr vielen verschiedenen Hochhäusern, auf die ich mich stellen kann, graduell wachsend, freischaltbar mit Achievements, mit Gamification gewürzt, kann ich vielleicht diese Angst da wegtrainieren, kann aber vielleicht, weiß ich nicht, an einer Kasse stehen und Dinge übers Fließband ziehen und auch trainieren, wie fühlt sich denn das an oder ein Human Interaction, wie fühlt sich ein Streitgespräch an, was ich tatsächlich nie geführt habe. Ich glaube, gerade was die Gaming-Industrie betrifft, die versucht ja sehr hart da Fuß zu fassen. Da gibt es auch ein paar gute Best-Practice-Beispiele, ob das jetzt Star Wars ist mit Vader Immortal, wo einfach das Lichtschwert schwingend eine tolle Geschichte erlebst, ob das jetzt Skyrim ist, ob das jetzt Half-Life Alyx ist, gibt es ganz, ganz tolle Beispiele, wo das entertainmentmäßig hingehen kann. Ich glaube, heutzutage ist das große, große Showstopper die Hardware. Du hast ein relativ schweres Gerät auf dem Kopf, und der Akkudauer geht halt nur eine bestimmte Zeit. Du brauchst auch den Platz bei dir privat in der Wohnung, wenn du das zum Beispiel verwendest. Nicht jeder hat um 3,5, 4x4 Meter sowas. 2,5 Meter gehen auch schon gut, aber halt noch nicht so toll. Das heißt, um wirklich in der Zukunft eine Parallelwelt. Und ich glaube, da kann es hingehen. Ich glaube, wir werden so etwas wie ein Second Life in VR irgendwann einmal sehen oder diverseste Online-Spiele, die wir halt wirklich, wenn die Hardware so ist, dass man nur mal eine kleine Brille schnell aufsetzt zwischendurch und dann eintauchen kann, das Ganze unkompliziert passiert. Ich glaube, dann werden wir bald einmal auf einem Punkt sein, wo das auch im Entertainment wirklich Fuß fasst. Derweil, wie gesagt, ist es im Training und in wirklich kurierten Experiences liegt der absolute Mehrwert von Virtual Reality. Ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, du und dein Team, ihr brennt ja für die Themen Augmented Reality und Virtual Reality. Wie kam es dazu? Wann war die erste Begegnung für dich mit diesen zwei Themen? Die erste Begegnung war tatsächlich der Kickstarter von Oculus Rift zurück, ich glaube 2013 sogar, 2014 ist er dann Oculus von Facebook gekauft worden, wo auch irgendwo sehr viel Aufbruchstimmung war, weil dieser Multibillion-Konzern offensichtlich für die Materie, für die Technologie interessiert. Gusto möchte mal reinschauen. Bin begeisterter Online-Rollenspieler damals gewesen, im EVE-Online-Universum, Raumschiff-Universum, mehrere tausend Stunden da drin schon verbracht. Es war noch vor Kindern, das war noch viel Zeit. Dann hat es eben ein First-Person-Game gegeben, wo du einen von diesen Raumschiff-Fightern fliegst. Und das war so ein bisschen dann der Einstieg in VR, wo ich gewusst habe, es muss eigentlich dahin gehen. Parallel dazu war eine Firmenentwicklung, war spannend, weil zu dem Zeitpunkt mein damaliger Geschäftspartner und ich einfach gesagt haben, die Richtung, wo wir hingehen wollen, die geht zu weit auseinander. Besser, wir gehen getrennte Wege und ich dann einfach auch versucht habe, bin ja aus Industrie und Games, waren ja immer meine zwei großen Punkte, dieses erkannt habe, dass in VR, AR, Gamification
und auch Interaktion komplett wichtig ist, komplett zielführend ist, sich da auszukennen. Und deswegen auch ein bisschen das alles neu aufgestellt habe und die Firma eigentlich dann 2015 auf diese interaktiven Themen hin ausgerichtet habe. Wie ist es dann mit der Firma weitergegangen? Denn da kriegt man ja nicht automatisch Anfragen von Firmen, die was sagen, ich will jetzt in VR oder AR investieren. Also das ist ja dann wahrscheinlich schon schwierig, da Kunden zu gewinnen und denen auch zu vermitteln, was brauche ich, was kann man überhaupt machen? Weil ich glaube ja, dass ohne jetzt da irgendjemanden in gewissen Positionen zu nahe zu treten, da fehlt ja teilweise wirklich das Wissen, was kann man denn überhaupt alles mit dem umsetzen und was braucht das Unternehmen eigentlich? Also was waren so die größten Schwierigkeiten und was sind eure Erfolgstreiber? Der Anfang war nicht leicht, wie du schon vermutest, war nur wenig Verständnis für AR, VR da. Ganz oft hat man vielleicht auch gehört, wenn man das irgendwo geteasert hat, na, ist ein Hype, der geht schon bald wieder vorbei. Ich habe das übrigens erlebt 1996, damals noch als Gymnasiumschüler, wo ich Homepages angefangen habe zu bauen, hat es auch gehört, das mit den Webseiten, das ist nur ein Hype, das geht bald wieder vorbei. Schauen wir an, wo wir heute sind und dann sehen wir, wie viel von dem war es. Es war spannend, es ist damals ein Kunde von uns auf uns zugekommen, Ginkhauser Kartonagen, für die haben wir den ersten Augmented Reality App gemacht und später hat die App übrigens auch einen Staatspreis Digitalisierung gewonnen für Smart Packaging. Super spannend. Sind dann aus dem heraus, hat sich mehr und mehr entwickelt, dass einfach auch Kunden interaktive Geschichten wollten. Wir tatsächlich aus dieser Branche kommen und im Gegensatz zu teilweise dem Mitbewerb eben diese Industrieerfahrung hatten. Zu dem Zeitpunkt haben wir schon, ich glaube, 6 Jahre waren es, ganz intensiv für Swarovski visualisiert, auch sehr viel automatisiert, sehr viel mit Industrie-3D-Daten zu tun gehabt und aus dem raus ein Wissen gehabt eben über Games und über Industrie, was sich dann sehr gut verbinden hat können. Und etwas anderes ist passiert, das bemerke ich jetzt die letzten 3 Jahre vor allen Dingen, nämlich dass im mittleren und teilweise im Top-Management von Konzernen, die wir ja jetzt bedienen, ganz, ganz oft junge Leute nachgerückt sind, also junge, so mit 30er bis mit 40er, die auf einmal wissen, was Doom ist, die auf einmal mit Shootern aufgewachsen sind, die für die Games nicht nur Entertainment ist, sondern die verstehen, was man eben mit gamifizierten Inhalten wirklich erreichen kann und wie man trainieren kann. Und die auch verstehen, dass die Zeit geflossen ist und dass man im Thema Digitalisierung was tun muss, um am Puls der Zeit zu bleiben. Also mittlerweile ist es gar nicht mehr so schwierig. Wir haben natürlich auch, nicht zuletzt dank sehr guten Freunden von Innerspace, eben eine ganz tolle Geschichte machen können. Als Einstiegsprojekt haben wir es 2016, 2017 für die Novartis, für die Sando, eine preisgekrönte App kreiert, eigentlich das erste Pharma-Training. Und das hat uns natürlich auch sehr geholfen, quasi beiden Firmen in den jeweiligen Branchen dann Fuß zu fassen. Was war so das schönste und spannendste Projekt oder das erfolgreichste Projekt, was ihr oder du bereits umgesetzt habt? Das spannendste Projekt tatsächlich ist sehr aktuell, ist auch das, wofür wir den VR Award 2020 gewonnen haben im Bereich VR Enterprise Solution of the Year. War für die BRP Rotax eine virtuelle Assessment-Geschichte. Muss man sich vorstellen, in Mexiko, da werden mehrere tausend Leute pro Jahr neu eingestellt in den dortigen Fabriken und die kommen teilweise aus dem Dorf, die stehen dann direkt an der Produktionslinie, ohne irgendwie groß gefiltert worden zu sein, weil es zu aufwendig gewesen wäre. So gehen sie eine halbe Stunde in das VR, spielen dort verschiedene Szenarien durch, also angefangen von Vorsortieren von Motorenteilen bis zu wirklich Motoren zusammenbauen, immer mit einer sehr, sehr knackigen Lernkurve in jedem Spiel. Und jede einzelne Aktion wird getrackt. Jeder Handgriff, jede Bewegung, jede Geschwindigkeit wird getrackt. Und am Ende entsteht dann quasi aus viel Algorithmen und Rechnerei eine Matrix, ob sie eben geeignet sind für die Arbeit an der Linie oder nicht. Und da war so viel neu zu entwickeln, so viel Forschung und Entwicklung zu betreiben, auch so viel Background-Programmierung zu erledigen. Angefangen von einem
User-Management-System, über Licensing-System, bis hin eben wirklich das Ganze, die ganzen Tools auch auszuprogrammieren, Mehrsprachigkeit zu implementieren. Also da war wirklich ganz, ganz viele Themen drin, das Ganze gender-neutral zu machen, auch generell ein bisschen barrierefrei zu machen, dass zum Beispiel mehrere Größeneinstellungen hast, dass jemand sehr klein und jemand sehr groß die gleichen Chancen hat. Also man sieht schon ganz, ganz viele Themen, die da bedacht worden sind, und deswegen war es hands down unser spannendstes Projekt bis jetzt. Was denkst du, sind die nächsten Schritte bei VR? Also was wird sich so demnächst weiterentwickeln? Ich hoffe, dass sich in der Hardware im Thema Schärfe der Headset noch einiges tut. Ich hoffe, dass sich in der Hardware im Thema Cloud-Streaming noch einiges tut. Weil wenn wir eine höhere Auflösung haben, die wir brauchen, damit es leichter wird, wenn wir mehr Bilder pro Sekunde haben, was sich leichter, wo dann auch einfach die Leute sich wohler in VR fühlen, wenn wir kleinere Headsets wollen, dann braucht man eine Möglichkeit, um dieses Berechnen der Bilder outzusourcen. Und da haben wir gerade jetzt eine spannende Diskussion gehabt in einem VR-Panel mit anderen Spezialisten, dass eben über die 5G-Technologie tatsächlich, also es gibt ja jetzt schon 5G-Standalone-Netzwerke und Nvidia bietet auch schon Cloud-Streaming-Lösungen an, dass da eben tatsächlich die jetzt schon so gut sind, aber es ist halt ein extremer Aufwand noch, ja, aber jetzt schon so gut sind, dass du live-streamen kannst, fast latenzfrei, also so, dass eigentlich nicht merkst, dass die Berechnung der Bilder nicht direkt auf der Brille, sondern irgendwo am Rechenzentrum 2000 Kilometer weit entfernt passiert. Das merkst du dann fast schon immer. Und ich glaube, dass das die große Revolution sein wird, weil die dann kleine Brillen erlaubt und weil die dann auch wirklich dieses VR zugänglich machen wird, dem Massenmarkt. Du hast es ja vorhin erwähnt, du warst ja damals begeisterter Rollenspieler. Hast du dir schon mal überlegt, was für eine Welt du dir gerne einmal bauen würdest? Also gibt es da vielleicht irgendeine Vision, wo du sagst, hey, so eine Welt würde ich mir gerne mal in der virtuellen Realität erschaffen? Also ich bin immer schon ein bisschen cyberpunkig unterwegs gewesen. deswegen eine utopisch-dystopische Zukunftswelt mit vielen Implantaten und mechanisierten Dingen, eine Mischung aus Cyberpunk, Ghost in the Shell Cyberpunk, Ghost in the Shell, was nehmen wir noch? Und vielleicht sogar ein bisschen Rollenspiel à la mystisch, Skyrim, also das zu kombinieren wäre eine Welt, die würde ich gerne schaffen. Auf der realistischeren Seite fände ich super spannend, eine Welt zu schaffen, in der du dieses Medium VR wirklich ausreizen kannst. Also eben nicht auf die Limitationen, die jetzt zum Beispiel ein Training oder ein Assessment dir vorgibt. Du musst immer etwas machen, was einem gewissen Zweck dient, etwas zu kreieren, was das quasi tut, sondern wirklich auszuloten, was ist in VR wirklich möglich und da verschiedene Experience in eine Ankerwelt zu packen, die Leute einfach faszinieren und verzaubern. Denkst du, dass du auch zum Teil einen Zufluchtsort erschaffst? Also jetzt nicht direkt, wenn man für große Unternehmen oder für Konzerne Apps zum Beispiel programmiert, sondern grundsätzlich, dass die VR-Möglichkeit Zufluchtsorte schafft, wo man einfach sagt, okay, ich komme jetzt mit der aktuellen Welt nicht klar und ich klinke mich jetzt einfach mal komplett aus. Das geht ein bisschen so in das Konzept von Ready Player One. Und ich denke, dass VR auch in diese Richtung gehen wird. Ich habe mal in der Literatur Spannendes gelesen, nämlich dass wie können wir dem begegnen, dass Leute keine Arbeit mehr haben, weil sehr viel automatisiert und sehr viel mit Robotern quasi gesteuert wird. Und da war eine These, dass in der Zukunft Spieleunternehmen Leute beschäftigen werden, die ihre Rollenspiele, ihre virtuellen Welten besiedeln, weil AI eigentlich nie so unberechenbar ist wie echte Menschen oder zumindest noch weit weg ist von dem, besiedeln und wirklich darin spielen müssen, aber quasi nichts freischalten dürfen mit Geld. Und andere Leute, die dann eben Geld zahlen, um diese Welten also quasi pay to win zu betreiben, die werden dann quasi eine Community vorfinden, die lebendig ist. Also ganz, ganz spannend, dass man quasi uns als
moderne Fabriksarbeiter, aber halt als moderne Fabriksarbeiter ist der Gamer sozusagen, der halt sein Spiel grinden muss, ist eine sehr spannende Theorie gewesen. Ich glaube, dass diese virtuellen Welten absolut zukunftsbasierte Zufluchtsorte werden. Ich glaube, dass es auch mit Reisen vieles zu tun haben wird, eben wenn das Ease of Use gegeben ist, dass man sich einfach mal ausklinkt, auf die Insel ausklinkt. Und dann fährt man auf die wirkliche Insel und weiß wieder, was die Realität ist. Also ich glaube, dass da der Weg natürlich schon ein sehr weiter ist, aber mal kurz entkommen von der Welt, da wird sicher einiges machbar sein, ja. Okay, also ich finde es ja grundsätzlich ein mega spannendes Thema. Ich will jetzt gern mal nochmals zurück auf die erste Frage. Da habe ich ja gefragt, ob wir eigentlich Computersimulation sind. Ist es auch vorstellbar, dass man irgendwann so sein Leben nachsimuliert, wo man einfach sagt, okay, ich will jetzt quasi so mein Leben nochmal Revue passieren lassen und will jetzt quasi in der Simulation schauen, wie ich vielleicht gewisse Dinge anders machen hätte können. Ist sowas auch vielleicht vorstellbar? Ich frage mich, ob da wirklich VR hingehen kann oder soll oder will. Ich erinnere mich an eine Black Mirror-Folge, wo man jeder hat so einen Chip eingepflanzt, der alles aufnimmt und jede Sekunde ist nachvollziehbar. Es ist die Frage, ob VR da wirklich hingehen sollte, quasi diese Simulation des eigenen Lebens. Oder ob Leute nicht eher wirklich in VR wirklich diese Simulation eines anderen Lebens, einer anderen Welt suchen, als ständig in der Vergangenheit zu leben. Ich glaube, das kann sogar ein sehr, sehr großes Depressionspotenzial innehaben, wenn man dann draufkommt, naja, besser wird's nicht. Also ich bezweifle, dass wir da einen Use Case sehen werden. Wie gehst du eigentlich mit der Realität um? Also schweifst du oftmals ab und hast so Träumereien oder wie lebst du in der Realität? Weil man ist ja so in deinem Job, macht man ja ganze Zeit andere Welten. Ja, also wie lebt man dann in der Realität? Um die ganzen anderen Welten kreieren zu können, musst du eigentlich ständig aus der Realität im Kopf ausweichen und brauchst wirklich Zeit zum Träumen, zum Denken, zum einfach sein. Ich bin vor allen Dingen, seit ich selber Kinder gekriegt habe, was erst Mitte 30 war, wir haben uns recht lang Zeit lassen, stehe ich mehr denn je eigentlich mit beiden Füßen in der Realität und aus diesem fest am Boden stehen, darf der Kopf umso mehr dann nach links und rechts, oben, unten in alle Richtungen schweifen und gleiten. Also wie lebe ich die Realität? Ich tue mir nach wie vor, weil ein sehr kreativer Mensch, würde ich jetzt sagen, und tue mir nach wie vor unglaublich leicht, mit zum Beispiel meinem Sohn in Lego-Welten abzutauchen, und wenn er dann irgendwelche Superwings da herumfliegen lässt, dann kann ich mitspielen, als wäre wieder 8 oder als wäre wieder 5 Jahre alt. Ich glaube, dass das gerade für unsere Profession, Leute, die virtuelle Welten schaffen, auch sehr, sehr wichtig ist, dieses Träumen, dieses Spielen nie zu verlernen. Gleichzeitig, das Geschäft ist natürlich auch ein hartes, es gibt überall Mitbewerb, man ist ständig, gerade jetzt in Corona-Zeit, mit sehr, sehr vielen Themen beschäftigt. Man muss dann schon eben mit beiden Füßen auf dem Boden stehen, um auch die Realität nicht zu verlieren. Also ich genieße die Realität sehr, so gut es halt geht. Bin da einfach bewusst ein positiver Mensch. Gibt es da viele Technik-Apps oder Digital-Tools, was du verwendest? Oder gibt es da schon noch sehr viele Dinge, was jetzt nichts mit Technik zu tun haben? Zum Beispiel ein ganz normales Buch oder dass man noch Printmagazine liest oder ist schon sehr alles techniklastig bei dir im Leben? Ich habe mal gesagt zum Professor von mir damals noch und stehe auch immer noch dazu, ich mag tote Bäume, also im Sinne von Papier. Gedrückte Medien, natürlich konsumiert man jetzt und seine News auf, weiß ich nicht, ORF.at oder was man halt sonst noch alles liest, von Standard über PC Games bis zum Wired Magazin, liest man vieles digital, logisch. Natürlich hat man seine Apps, seine Helferlein, aber ich genieße auch sehr diesen, mal einen Punkt zu haben, wo alles Digitale abgelegt wird und einfach wieder das Analoge im Mittelpunkt steht, wo etwas gebaut wird, wo ist gerade selber recht viel, das ganze neue Büro in Innsbruck renoviert mit meinem Papa gemeinsam
Und wir haben da mehrere Monate eigentlich jede freie Sekunde reingestellt und dieses Arbeiten mit den eigenen Händen, das hat sehr gut getan, gerade für jemanden, der sonst immer digital unterwegs ist. Wie gesagt, Beste aus beiden Welten. Ich glaube, das ist auch die Kunst, die unsere Kinder noch lernen werden müssen und hoffentlich perfektionieren, dass digital und analog nebeneinander bestehen kann. Gibt es irgendein Werkzeug, ein digitales Werkzeug, wo du sagst, okay, das würde ich mir jetzt im Leben noch wünschen, was jetzt so vielleicht gar nicht gibt? Also ich habe jetzt gerade vor kurzem ein Gespräch gehabt mit Christoph Holz, der ist ja Speaker für digitale Revolution, der hat gesagt, ja gut, das Smartphone, das wandert ja jetzt immer mehr auf die Uhr zurück, wo er ja absolut recht hat. Das Smartphone ist ja eigentlich total unpraktisch. Es nimmt Platz weg, man muss immer wieder einschieben und die Uhr kann man ja am Handgelenk haben. Gibt es da vielleicht irgendetwas, wo du sagst, okay, das wäre cool, dass man zum Beispiel irgendwann mit Hologrammen auf der Uhr telefonieren kann? Oder wie siehst du das? Also für mich das, was ich wirklich, wirklich haben möchte, gell, ist, ich setze mir mein VR-Headset auf, brauche keine anderen Hilfsmittel, aber einen Raum mit meinen, weiß ich nicht, 60, 70 Quadratmeter. Und in dem Raum kann ich eine Mischung aus Gedanken reinprojizieren. Also wenn ich eine Vorstellung habe von einem Design, das grundsätzlich, dass dieses Tool diese Vorstellung abgreift und mir grundsätzlich reinproduziert und dann auch quasi mit den Händen das Zeug angreifen und verändern, zu shapen. Damit dieses Worldbuilding, dieses World Prototyping, was momentan noch sehr, sehr viel abstrakte Arbeit ist, von 3D-Programm, von Skizzen und irgendwie Ding, dass das wirklich hands-on funktioniert. Und das wäre das Tool, was ich mir wünschen würde, quasi wirklich Welten bauen zu können mit einer Kombination aus Vorstellungskraft und den eigenen Händen und digital halt. Denkst du eigentlich, dass das VR einfach immer noch ein Trendwort ist oder hat es sich mittlerweile umgesetzt? Weil ich habe vor ein paar Monaten ein Interview gehabt mit dem Page-Magazin, das Design-Magazin und Developer-Magazin. Und da hat die Interviewerin einfach gesagt, ja gut, VR, das hat sie jetzt schon oft gehört, sie hat auch einige Beiträge darüber geschrieben, aber irgendwie setzt sich das gar nie so durch. Was ist denn deine Meinung dazu? Absolut dagegen, aber ich kann verstehen, wo die Dame herkommt. Warum glaube ich, dass VR überhaupt erst ein richtiges Trendwort wird? Weil ich es tatsächlich in meinem täglichen Leben so merke. Die Leute gerade mit Corona suchen nach virtuellen Möglichkeiten, um ihre Produkte rauszubringen, suchen nach virtuellen Showrooms, suchen nach virtuellen dies, virtuellen das, einfach virtuellen Lösungen. Und jetzt ist VR immer noch im besten Sinne des Wortes vielleicht auch etwas abstrakt für viele Leute, aber definitiv ein Passwort. Das Problem ist eher, die Leute sagen oft VR und meinen ganz was anderes, meinen eine webbasierte 360-Grad-Lösung oder meinen Augmented Reality Assistant Apps und sagen halt VR dazu. Das ist eher das Problem. Warum diese Dame das vielleicht so argumentiert hat, kann ich auch nachvollziehen. VR ist ja jetzt schon, sage ich mal, länger am Markt. Eigentlich das neue VR, das Consumer VR mit der Oculus Rift, wirklich geboren worden irgendwann 2014. Es sind jetzt bald 7 Jahre. Und in den 7 Jahren hat eigentlich, wenn man das vergleicht zwischen dem Launch vom Smartphone von Steve Jobs, wo er das erste Mal da gestanden ist und das iPhone präsentiert hat, 7 Jahre später hat jeder ein Smartphone gehabt. Aber 7 Jahre nach VR-Launch hat halt noch nicht jeder eine VR-Brille. Und da liegen eben jetzt und diese Dinge, die ich davor erwähnt habe, vor allen Dingen dieses Streaming, dieses 5G, diese kleinen Devices, die sind uns nur im Weg. Und wenn die geklärt sind, glaube ich, wird es sehr, sehr schnell sehr nach oben explodieren. Also VR wird vor allen Dingen noch ein Passwort werden. Und kannst du nur noch einmal vergleichen, für mich ist es ganz oft, wir befinden uns jetzt 1996 im Internet. Da war Google noch meilenweit entfernt, da war YouTube noch meilenweit entfernt, Twitter noch meilenweit entfernt. Gell? Alle die Tools, die wir heute verwenden, Webbanking, das hat nur Telebanking geheißen, da sind wir heute in VR. Und für das ist schon verdammt geil, was wir eigentlich jetzt schon haben. Entschuldigung, okay. Nein, alles gut. Man merkt, emotionales Thema, das merkt man. Ja, was ja gut ist, ja, man braucht Energie und man braucht auch die Leidenschaft, um neue Themen durchzusetzen. Ich würde jetzt gerne noch ein paar persönliche Fragen stellen. Also normalerweise frage ich immer, okay, gibt es ein Buch, was dein Leben irgendwie verändert hat? Aber ich würde das jetzt gleich noch etwas mit hinzunehmen.
Gab es ein Buch und gab es einen Film, der dein Leben verändert hat? Sehr, sehr viele. Ein Augenöffner war sicher seinerzeit die Matrix 1 als Jugendlicher. Ich bin eigentlich Gymnasium gegangen, ich bin nicht wirklich aus einem Kreativ-Elternhaus aufgewachsen. Und da war diese Vision einer Parallelwelt, das war von der Umsetzung, von der ganzen Entwicklung her, war eigentlich wirklich fantastisch für mich und hat mir ein bisschen aufgezeigt, wo eigentlich irgendwo Faszination hingehen kann. Ich würde es auch gerne nur um eines erweitern, ich würde es gerne um ein Computerspiel erweitern. Da wäre es wirklich eins der ersten großen Online-Rollenspiele war Ultima Online und das hat auch meinen Horizont einfach mit dem Thema Virtualität extrem erweitert, weil man da extrem viel machen hat können damals. Es war einfach volle Freiheit, wie man sie vorher nicht gekannt hat. Es war bockhart, du hast sterben können, du hast alles verlieren können, es war super. Und vom Buch her hat mich seinerzeit extrem beeinflusst, von der Jane McGonagall zu lesen. Sie ist generell eine Game Designerin, eine Visionärin. Und wie die Gamification in ihrem täglichen Alltag einsetzt, wie die Gamification und spielerische, eigentlich blöde Sachen im Leben spielerisch viel leichter zu machen, wie sie das predigt, finde ich fantastisch. Also das sind so ein bisschen Matrix, dann Ultima Online und eben Jane McGonagall generell sind so die Dinge, die mich beeinflusst haben. Was hättest du gerne mit 25 Jahren gewusst, dass du heute weißt? Also wir haben vorhin über Investments gesprochen, gemeinsam mit Roland. Das Thema lassen wir jetzt mal weg, weil das ist natürlich immer so etwas, gell? Im Nachhinein betrachtet würde man alles anders machen. Aber jetzt bezogen auf deine Branche oder Lebensweisheiten, gibt es da irgendetwas, was du gerne früher gewusst hättest? Schon einmal reflektiert, oder man reflektiert ja immer wieder, gell? Würde man Sachen anders machen? Und ich glaube, die Weisheit, die ich anderen Leuten jetzt auch jungen Designerinnen und Designern mitgeben kann oder 3D-Creators mitgeben kann, ist die, sucht euch Partner, Kolleginnen, Mitarbeiterinnen, Leute, mit denen ihr Zeit verbringen wollt, die ähnlich ticken wie ihr und die ihr spannend findet. Und im Idealfall sind die auch noch in ihren eigenen Gebieten deutlich besser, als man selber ist. Ich glaube, gerade am Anfang habe ich mir so ein bisschen schwer gemacht, weil ich es am Anfang meiner Karriere eigentlich irgendwie immer der Beste sein wollte, was komplett dumm ist, weil sucht eine Partnerin, einen Partner, die Sachen auch super können und auf einmal hast du einen Multiplikationseffekt, der gewaltig ist. Vertrau auf deinen Bauch, vielleicht das eine oder andere Mal, wenn etwas fischig kochen hat, nicht ganz auf den Bauch vertraut und dann halt auf die Haut lernen müssen, dass es vielleicht doch lieber hätte tun sollen. Also wenn ich jetzt mit dieser Weisheit zurückgehen könnte, dann würde ich wahrscheinlich mir den einen oder anderen Punkt ersparen, der sehr schwierig zu lösen war. Gleichzeitig aber auch zu wissen, nie aufgeben, immer vorangehen. Gegebenenfalls, wenn man richtig, richtig heftig hinfällt, aufstehen, Krone richten, weitergehen und einen Spaß dabei haben, wenn man weitergeht. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Es gibt ja teilweise noch Führungspersonal, was denkt, man muss alles wissen und man muss das komplette Geschäft verstehen. Wie geht es jetzt dir, wenn ein Developer viel besser ist als wie du? Kann man dann mit dem umgehen als Führungskraft oder was sind so deine Learnings? Wenn ein Developer viel besser ist als ich, dann freue ich mich, grinse und gebe ihm eine Gehaltserhöhung. So gute Einstellung. Ja, ja, viele sagen ja auch, die Angestellten sind sowas wie bezahlte Feinde. Das ist dann gut zu hören, dass es sowas auch gibt. Ja, vielleicht auch nochmal. Schau, man kann Sachen so und so sehen. Ich zum Beispiel mag es einfach gerne, einen aktiven Austausch mit dem Mitbewerb zu halten. Ich meine, ich muss nicht mit jedem jetzt reden. Auch wieder, such dir Kollaborationen, Partnerinnen, Partner, Mitarbeiterinnen, die passen.
Aber die Leute, mit denen ich gern noch Kontakt halte und mit denen ich mich immer wieder gern triff, man kann irgendwann sein, dass man gegeneinander pitcht. Ja, ist so. Aber vielleicht entsteht aus dem Pitcher Zusammenarbeit. Vielleicht entsteht der Wissenstransfer, der dann wieder im einen oder im anderen hilft. Ich glaube daran, dass ein gewisses offenes Denken und ein gewisses vernetztes Sein einen deutlich schneller und deutlich weiter bringt, als einfach nur sein Wissen für sich zu horten und ja nicht zu viel rauszugeben. Die letzte Frage, was möchtest du noch sagen? Der Abschlusssatz gehört dir. Du kannst jetzt Lebensweisheiten noch von dir geben. Du kannst deine Vision noch von dir geben. Du kannst alles sagen, was du möchtest. Dann würde ich vielleicht so sagen, ich freue mich auf die Zeit, wenn die Technologie so weit ist, dass die Technologie nicht mehr der Showstopper ist, um kreativ Sachen einfach umsetzen zu können. Ich freue mich drauf, wenn diese VR, AR-Brillen nicht mehr irgendwelche großen, klobigen Devices sind, die man sich überlegen muss, ob man verwendet, sondern einen wirklich dienen, um das eigene Leben zu verbessern. Und ich hoffe, dass wir als Media Squad und ich in meiner Person als Christoph Sita ganz, ganz am Zentrum, am Puls von diesen Entwicklungen sind und vielleicht auch die eine oder andere Revolution mit anstoßen oder anschließen können in diesen Technologien. Wenn wir das schaffen, dann kann ich irgendwann einmal zurückschauen und sagen, okay, ich hab sehr erfülltes Arbeitsleben gehabt. Ein schöner Abschlusssatz. Christoph, ich sage ganz, ganz herzlich danke für deine Zeit und deinen wertvollen Inhalt, für das tolle Gespräch und danke an alle, die da draußen zugehört haben. Ich bedanke mich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Hoffe, ihr habt eine spannende Session gehabt und dem Robert natürlich, dass er mich eingeladen hat. Vielmals danke. Sehr gerne. Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.